Ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es ein Video, oh mein Gott, ich freue mich so unnormal drauf. Ich habe schon tausendmal gesagt, Halloween und Weihnachten sind auf jeden Fall meine Lieblingszeiten in Star Stable. Und heute ist das Halloween-Update rausgekommen, wie man sieht. Hier im Hintergrund schon der sexy Kürbis, ne, ihr wisst Bescheid. Und oben hier die Spinnweben, bla bla bla. Ich liebe es. Oh mein Gott, ich bin sowas von im Hype. Ich freue mich gleich so, dieses Video mit euch zu drehen. Wir sind heute auf Jamie. Auf Jamie sind wir, weil heute Abend ein Livestream kommt seit langem mal wieder. Heute, wenn das Video rauskommt, kommt ein Livestream. Ich denke mal so gegen 18, 19, 20, keine Ahnung, irgendwie immer so um diesen Dreh. Und ich bin auf Jamie, weil ich den Livestream heute Abend mit Emmy machen möchte. Also mit meinem Hauptaccount, wo wir safe auch irgendein Pferd kaufen werden. Oder generell einfach dieses ganze Update erkunden werden. Ich freue mich da so unnormal drauf. Und deswegen drehe ich das Video mit Jamie, weil wir uns hier vielleicht heute auch ein Pferd kaufen wollen, möchten. Keine Ahnung, ich werde mir das gleich mal angucken. Und oh mein Gott, bevor ich jetzt hier weitermache, muss ich erstmal mein Fenster zumachen, weil sonst raste ich aus. So, alter Junge. Hey Leute, es geht los. Wir machen, glaube ich, das erstmal hier oben auf. Trifft die neuen magischen Pferde Song Sorrow und Duskgrim. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. I don't know. Die News, keine Ahnung. Will ich jetzt nicht alle durchlesen. Ich will mir einfach dieses Update angucken. Ihr wisst nicht, wie geil ich Halloween in Star Stable finde. Es ist einfach nur geil und schön und cool. Und alle sind auch schon so ein bisschen in Halloween-Stimmung. Hier tragen echt viele einen Hexenhut. Wow. Und oh mein Gott, hier ist das Portal. Ich liebe es. Guckt es euch an. Oh mein Gott. Ich liebe es, Alter. Okay, es ist zwar echt genauso wie das letzte Jahr, aber trotzdem, ich liebe es. Wir reiten jetzt in das Portal hinein. Reite zur Lagerstätte des Galoppierers. Ich bin sowas von gespannt, was für Pferde drin sein. Oh mein Gott. Werden. Guckt es euch an, Alter. Ich liebe es. Was ist das bitte? Alter, ich liebe es. Wow. Diese Raben werden wir dieses Jahr auch kriegen, habe ich gelesen oft in den News. Oh mein Gott. Ich will mir jetzt auf jeden Fall erstmal die Outfits angucken, die Pferde. Ich will mir alles angucken. Ich meine, hallo, gebt es euch mal bitte. Wir werden uns jetzt erstmal, glaube ich, die Pferde angucken. Aber ich sehe nur von hier zwei Ställe. Bitte sagt nicht, dass es dieses Jahr nur diese beiden Pferde geben wird, weil ich nicht von denen überzeugt bin, weil ich es nicht verstehen kann, wie man so oft die gleiche Rasse rausbringen kann. Ich bin nämlich von der Rasse absolut kein Fan. Oh, guckt euch den Raben an, Alter. Okay, sieht echt gruselig aus. Er sieht irgendwie ein bisschen creepy aus. Egal, wir reiten einfach los. Oh mein Gott, und die Kürbisse wird es dieses Jahr, denke ich mal, wieder geben. Ich habe es letzten Jahre echt bereut, dass ich mir keinen geholt habe, weil ich immer zu faul war. Wir werden uns auf jeden Fall heute mal so ein bisschen in Halloween-Stimmung einkleiden und wir werden auf jeden Fall uns jetzt hier erstmal alles angucken. Ich will zuerst zu den Pferden. Oh mein Gott, bevor ich hier irgendetwas mache, ich will zu den Pferden. Danach machen wir ein bisschen die Quests und dann gucken wir uns generell einfach mal, denke ich, ein bisschen um. Bitte lass es. Oh mein Gott, Star Stable, ich liebe euch. Danke, dass es nicht nur diese beiden Pferde gibt. Alter, vielen, vielen Dank. Ich bin halt echt der Meinung, dass ich mir das Pferd auf Emmy holen möchte, weil ich das... Alter, ich liebe dieses Pferd mittlerweile irgendwie, auch wenn es das American Quarter Horse ist. Aber ich finde die Farbe und generell das Muster mit diesem Halloween-Pferd so unfassbar geil. Die Frage ist dann jetzt halt, welches Pferd wir uns auf diesem Account kaufen wollen. Ich weiß nicht, was ich von diesen beiden halten soll, weil ich, wie gesagt, die Rasse, die gibt es halt jetzt irgendwie die ganze Zeit. Und irgendwie feiere ich das nicht. Wenn, ist es tatsächlich das hier, was ich mir kaufen möchte. Wir gehen einmal in die unverwandelte Form. Da finde ich die Farbe viel, viel, viel geiler. Auf jeden Fall bin ich froh, dass sie nicht nur diese beiden rausgebracht haben, weil dann wäre ich, glaube ich, ein bisschen abgegangen. Hier gibt es, ich denke mal, die Raben. Oh mein Gott, es gibt viel. Oh mein Gott. Hä? Kann man sich die jetzt kaufen? Musste man nicht das dafür letztes Jahr irgendwie richtig schuften und jetzt kann man die sich einfach kaufen? Alter, die Spinne und den Kürbis finde ich ja mal sowas von geil. Oh mein Gott, Alter, ich bin richtig verwirrt. Ich weiß nicht, was ich von den Raben halten soll. Ich finde die ganz merkwürdig. Nee, ich muss mir das erstmal überdenken. Wir werden uns jetzt erstmal alles angucken oder sollen wir erst das Pferd kaufen? Oh Mann, Hilfe! Ich will mir die beiden mal kurz in einer unverwandelten Form angucken. Ich weiß aber nicht, was ich davon halten soll, bin ich ehrlich. Nee, gar nicht mein Fall. Das hätte ich mir irgendwann schon mal gekauft, aber irgendwie... Nee, 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 nee. Ich glaube halt ehrlich, dass wir uns, wenn überhaupt, eins von den neuen kaufen werden. Oh mein Gott, das Video wird so lange gehen. Es tut mir so leid. Warum habe ich nur noch so wenig Starcoins? Das heißt wenig, aber ich hatte das Gefühl, ich hatte mal mehr. Hier finde ich halt die verwandelte... Nee, unverwandelte Form schöner. Und da finde ich die... Oh, ihr wisst, was ich meine. Ich kann es irgendwie nicht mehr aussprechen. Scheiße. Was mache ich denn jetzt? Egal, ich will mir erstmal hier das andere Zeug abchecken. Das Quartos kaufen wir uns heute Abend im Stream, Leute. Das ist ja mal mega geil. Hier kann man wieder die ganzen Sachen wechseln für die Quests, die man hier annehmen kann, denke ich mal. Also hier bekommt ihr, denke ich mal, Gegenstände. Genau. Diese Sehensplitter können wir hier abgeben. Dann gibt es hier Outfits. Da gibt es wieder ein Rennen. Ich will erstmal hier in die Outfits und die Masken. Und nee. Nee, ich will auf jeden Fall keine so eine Maske. Das finde ich etwas merkwürdig. So, ich meine, jetzt zieht sich sowas an.
Ach, Gesundheit, Emily. Dann gibt's hier die Outfits. Oh mein Gott, ach, das sind diese, hier, Zombie-Pferd-Pulver. Hier gibt's Pulver, das muss man mit seinem Anfangspferd, denke ich, mal wieder austauschen. 30 Minuten, Mumienpferd, Zombie-Pferd, ja, okay. Also hier könnt ihr, ich denke mal, wieder mit eurem Anfangspferd hinkommen und es dann verwandeln. Und hier gibt es Klamotten. Oh mein Gott, Alter. Also, es ist halt arschteuer. Ich habe letztes Jahr den Fehler gemacht, dass ich mir wirklich ohne Witz ein ganzes Outfit gekauft habe. Ein ganzes Halloween-Outfit. Und dann habe ich das so dolle bereut. Also, ich habe wirklich ein ganzes Halloween-Outfit wirklich in diesem Wert, wie es hier oben ist, gekauft. Und das werde ich dieses Jahr definitiv nicht mehr tun. Hier sind aber, das ist ganz cute. Ich glaube, bei Emmy werde ich mir vielleicht heute, oh, lala, werde ich mir heute Abend vielleicht das Kürbis-Outfit so ein bisschen zusammenrückeln, weil das ist auch nicht so teuer. Wie gesagt, das machen wir heute Abend alles im Stream zusammen. Ich würde sagen, wir checken jetzt erstmal den Rest ab, kaufen uns das Pferd und vielleicht ein Haustier und dann, joa. Werden wir hier mal den Rest abchecken. Wartet mal. Ich will nochmal kurz hier rumreiten. Alter, wie schön ist denn das bitte hier? Alter, was gab's denn hier nochmal? Hier gibt's gar nichts. Hier kann man sich einfach hinsetzen. Ich glaube, da geht's wieder zurück. Nee, schauriger Trailritt. Ja, okay. Dann gibt es hier nichts. Dann gibt es hier ein Rennen. Dann gibt es hier wieder ein Rennen. Genau, Leute. Und da hinten gibt's die Pferde. Wir können ja erstmal uns das Pferd kaufen. Und wenn wir uns das Pferd gekauft haben, werden wir einfach jetzt die ganzen Quests machen und uns ein bisschen umstylen. Also Leute, ich bin halt wirklich der Meinung, wir werden uns eins von den beiden hier kaufen, von den neuen. Und ich glaube, wir werden uns das hier kaufen, weil ich da diese Form so unfassbar schön finde. Deswegen wird's das. Ich weiß nicht, wie ich es nennen werde. Gib mir bitte kurz 10 Jahre, dann werde ich einen Namen raussuchen. Okay, Leute, ich werde dieses Pferd Blind Soul nennen. Blinde Seele, heißt es Blinde Seele? Soul? Seele? Ich weiß es nicht. Wenn nein, dann ist mein Englisch mal wieder zum ab, weiß ich nicht was. Blind, weil ich glaube, das erklärt sich von selber. Das Pferd sieht einfach aus, als wäre es blind. Ich finde das mega, mega schön. Und deswegen werden wir uns dieses Pferd jetzt kaufen. Ich weiß nicht, ob ich es bereuen werde, aber... Okay, Leute, wir werden jetzt erstmal zum Heimatstall zurückreiten und dieses Pferd unter den Arsch ziehen. Dann werden wir uns ein Outfit und ein Haustier... Oder wollen wir jetzt das Haustier kaufen? Ist doch eigentlich viel schlauer, oder? Nee, ich weiß nicht, welches Haustier. Ich muss mir erst hier abholen lassen, mir das Pferd holen, sonst... Nee, ach, zurück zum Eingang. Ja, moin. Ach ja, wir müssen ja durch das Portal zurück. Alle hopp. Oh, diese Bilder sind aber auch krass. Also, wer die macht, die sind schon echt geil. Guckt euch das mal bitte an, ey. So, wir reiten erstmal zum Heimatstall und holen uns da unser Horstie hinaus. Oh mein Gott, guckt euch den Heimatstall an. Wie schön. Das habe ich nur... Ich habe gerade gar nicht gesehen, dass hier ein Pferd stand. Wie schön ist das bitte? Alter, ich liebe es, wie Star Stable diese Deko immer macht. Blind Soul, holen wir bitte nach vorne. Und ja, by the way, ich habe Jamie immer noch nicht weiter gelevelt, weil ich es einfach nicht geschafft habe. I'm sorry. Alter, guckt es euch an. Wie schön. Also ich weiß halt, ich mag dieses mit diesem Efeu hier drin. Es ist Efeu mit dem Blumen total gerne. Ich finde das mega, mega, mega schön. Ich weiß halt immer noch nicht, was ich von dieser Rasse halten soll, weil diese Rasse ist wirklich immer und immer und immer... Was zur Hölle? Ach ja, hier kommen ja so eine Geister raus. Oh mein Gott, ist das gruselig. Ich will meine Pferde ordnen. Die sollen die nicht berühren. Alter, nee. Sortier die Pferde. Lauf mal nicht durch meine Pferde durch, Alter. Ist ja mega gruselig. Wir reiten jetzt mal wieder zurück und dann gucken wir, was wir uns für ein Outfit zusammenstellen werden. Oh mein Gott, wie ich Halloween liebe. Guck mal, wie alle verkleidet sind. Wie geil ist denn das bitte? Alter, ich werde diesmal so weise entscheiden, was ich mir an Klamotten kaufen werde. Ich habe das letztes Jahr so dullihaft gemacht. Also wirklich einfach rausgehauen, die Starcoins. Ging gar nicht. Einfach, oh ja, das finde ich schön, das muss ich haben. Oh ja, das finde ich schön, das muss ich auch haben. Oh, das finde ich noch schön, das muss ich auch haben. Nein, nicht dieses Jahr. Ich will meine Starcoins behalten. Dankeschön. Okay, wir gehen zum Outfit-Shop. Oh, das sieht aber halt auch voll schön aus. Outfits. Ich habe hier halt auf diesem Account kein einziges Halloween-Outfit. Deswegen ist es okay. Können wir uns mal bitte irgendwie richtig hinstellen? Können wir uns bitte mal vernünftig hinstellen, dass wir sehen, was wir kaufen? So ist gut. Also, ich habe Angst um mein Leben. Ich will nicht wieder irgendwas... Aber das Ding ist, dass was ich schön finde, ist immer alles recht teuer. Aber sowas passt zum Beispiel gar nicht zum Pferd, ist das Ding. Hier ist dieser frische Hexenhut. Oh, es ist unverwandelt so schön, Alter. Oh mein Gott. Das Ding ist, man könnte halt auch für Starcoins sparen, aber dafür bin ich eher Jorvik Schillinger, aber dafür bin ich echt viel zu faul. Das kann ich niemals in meinem Leben. Jetzt ist hier so eine scheiß Fliege in meinem Zimmer. Ich raste hier gleich noch aus. Alter Junge, schleich dich hier oben. Es nervt. Alter, ich raste hier aus. Jetzt ist diese Fliege in meinem Zimmer. Ich kann das nicht. Das würde halt wie Arsch auf Eimer passen, aber das ist einfach viel zu teuer. Was ist das denn? Einfach so ein Kürbismützchen. Okay, Leute, ich glaube, wir werden ihm, er, sie, es... diese Decke kaufen. Mit diesen grünen Schleifen. Na, das war's auch schon wieder. Egal, das ist nicht so teuer. Das juckt mich nicht. Mit... Hä?
frag mich nicht, ich finde es eigentlich ganz cute mit dieser, mit diesem Oberteil. Ich muss es ganz kurz anziehen, damit ich es ein bisschen sehe. Oh doch, Leute, das geht fit. Das finde ich ganz cute. Und ich will, glaube ich, ihr diesen Hexenhut kaufen. Doch, das finde ich geil, das Outfit. Ich finde es süß. Ach, wir brauchen noch eine Satteltasche für unser Haustier, was wir uns gleich kaufen. Die Frage ist nur, welches? Egal, ich brauche erstmal eine Satteltasche. Oh man, egal, dann holen wir uns irgendeine andere hier. Warte mal, wo ist denn jemand eine schöne Satteltasche? Die ist eigentlich ganz passend. Die ist gar nicht mal so teuer. Hä, warum ist die nicht so teuer? Das Outfit ist halt echt mega, ne? Oh, es ist einfach zu teuer. Wir werden uns die hier holen. So, bam. Weiß ich nicht, soll ich noch dahin reiten? Gibt es hier irgendwelche geilen Masken? Okay, nee, Masken will ich auch nicht. Das finde ich ein bisschen detsch. Ich weiß auch nicht, wieso. Jetzt reiten wir nochmal kurz. Wo ist denn der Pferdestand? Hier war der doch irgendwo, genau. Reiten wir nochmal kurz dahin und holen uns ein Haustier. Und dann ist es eigentlich schon fertig. Ich finde das voll geil, das Outfit. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Aber ich finde es schön. Hier geht's auch wieder so ab, Alter. Okay, Leute. Welches Haustier holen wir uns? Ich finde die Spinne ganz geil. Wir holen uns hier, glaube ich, den. Bei Katzen habe ich genug. Brauche ich nicht mehr. Ich glaube, wir holen uns den Kürbis. Yep, wir holen uns den Kürbis. Ah, mein Name ist Starcoins. Okay, es reicht. Oh, 5702. Alter, wie süß ist das bitte? Ich liebe dieses Outfit. Ich finde es echt süß. Leute, mal sehen, was heute Abend bei Emmy im Stream rauskommt. Also, ich glaube, das wird auch nochmal ganz geil. Aber schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von diesem Outfit haltet. Ich finde es nicht zu viel, nicht zu wenig. Ich finde es ganz cute. Wir gucken uns jetzt hier nochmal die Quests an und dann sind wir, glaube ich, auch schon durch. Wer ist denn er hier? Er hat keinen Namen, Ehre. Eine bängige Seele an diesem grausamen Ort. Jawohl, schön, dass wir dafür XP bekommen. Mein Schicksal war es, wenn ihr glücklich, wie du sehen kannst. Ich war nicht immer so. Es gab eine Zeit, in der Galoppreiter durch Jorvik zog und jeden Tag sagt der ihm über den Weg. Was? Ich habe keine Lust, sowas durchzulesen. Ich lese mir sowas nie durch. Hier kriegen wir irgendwas getauscht. Ich dachte, müssen wir irgendwas machen. Ich gucke noch gerade nach Quests, ob hier noch irgendwas ist. Hier ist auch irgendein Rennen, aber ich will jetzt nicht beide Rennen machen. Ich will nicht so viel machen. Das Video geht jetzt schon fast eine halbe Stunde. Das kann ich nicht bringen. Okay, wir reiten hier nochmal rein und gucken hier nach irgendeiner Quest. Da oben ist der Herr, der Herren. Dieser, ach nee, das Pferd ist nur da. Ach nee, doch, er ist da. Ich wollte gerade sagen, hä? Guckt ihn euch an, den Ehrenmann, hat einfach keinen Kopf. Wow. Naja, Leute, ich finde es ganz geil. Okay, dann würde ich sagen, wir reiten jetzt noch ein Rennen. Wenn ich irgendwas übersehen habe, tut es mir wirklich leid. Lest euch auf jeden Fall die News nochmal durch. Ist auf jeden Fall ganz spannend. Wollen wir hier rüber nochmal reiten? Was ist denn hier eigentlich? Hier kommt man doch nicht weit, oder? Was ist hier? Hier wohnt doch, hier ist dieser Typ eingesperrt, ne? Genau. Okay, Leute, wir werden jetzt das Rennen, nee, das grauenvolle Rennen des kopflosen Reiters reiten. Wie grauenvoll kann es sein? Ach, wir kriegen dafür so eine Dinger. Ach, du liebe Zeit. Okay. Ich bin das noch nie geritten. Ich glaube, ich bin das letztes Jahr auch noch nicht geritten. Ich habe mir nur Videos dazu angesehen und ich fand es echt schwer. Und deswegen bete ich jetzt, dass ich das hinbekomme. Hilfe. Ach du Scheiße, man sieht halt gar nichts. Es ist so grau und dunkel und neblig und alles einfach. Alter, wie geil wäre es eigentlich, wenn es hier so eine riesen Burg geben würde in Star Stable. So eine richtig geile Burg. Nicht so wie Jarlaheim, sondern ach, da darf ich jetzt logischerweise nicht rein. Aber so eine Burg, die so ein bisschen verwinkelt ist. Erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Game of Thrones. Keine Ahnung wieso. Oh, hier sehe ich wenigstens mal ein bisschen was. Sehr gut. Wow. Okay. Ach, hier kann ich nicht hoch. Okay. Hilfe. Hilfe. Oh, Jesus Maria, warum springe ich nicht einfach rüber? Alter, okay, kann ich jetzt hier unten durch? Ja, ich kann unten durch. Okay, wow. Oh mein Gott, mein Name ist me. Oh, ist so schön hier. Guckt euch das mal an. So grauenvoll ist es ja gar nicht. War hier nicht irgendwie so ein Riesenkopf oder irgendwann so von diesem Fripp oder irgendwer? Hier war doch letztes Jahr ein riesiger Kopf. Oder bin ich jetzt blöd? Auch jetzt sehe ich wieder nichts. Hilfe, Alter. Das ist ja der Wahnsinn hier. Muss ich da drüber springen? Ja, muss ich. Oh! Scheiße. Mal gut, dass man dafür so viel Zeit hat, wa? Rückwärtsgang bitte einmal einlegen. Dankeschön. 1, 2, 3. Wow. Bin einfach zu früh gejumpt. Whoop-a-doo. Ganz knappe Kiste hier. Ah, ich glaube, das Rennen geht richtig lang, kann es sein. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Da ist das Portal, da ist der Ausgang. Wir haben es geschafft. Wow. Rennen absolviert. Ehre. 3 so eine Splitter haben wir dafür bekommen. Geil. Och Gott, Alter. Es ging eigentlich. Es war gar nicht so schwer, Leute. Ich hoffe auf jeden Fall, Leute, das war es eigentlich schon. Ich weiß nicht, ob wir noch irgendwas vergessen haben. Ich glaube nicht. Wir haben uns auf jeden Fall das Größte angesehen. Der Rest sind ja nur Rennen. Es wird auf jeden Fall noch was nachrücken an Aufgaben, Quests. Was weiß ich, lest euch auf jeden Fall die News durch. Und dann bedanke ich mich, dass ihr zugesehen habt. Und wir sehen uns heute Abend beim Livestream und beim nächsten Video. Tschüss!